Wie kann jemand Corona haben, wenn er gar keine Symptome hat? Wie kann das gehen? Also es wird den Menschen nur Angst gemacht und durch diese Angst sind die auch wirklich dann krank. Eigentlich kann man niemanden dazu zwingen, sich impfen zu lassen. Es kommt ein bisschen darauf an, wie sich die Situation jetzt weiterentwickelt. Ich meine, die Viren sind im Kommen. Das liegt ja sicherlich, ich bin jetzt keine Fachfrau dafür, aber an der Globalisierung, an der Umweltzerstörung irgendwie. Und da Drosten ja auch gerade einen eben kritischen Artikel irgendwie in der Zeit Anfang August veröffentlicht, der jetzt Gott sei Dank auch allen zugänglich ist. Wir müssen die Welt retten. Ihr müsst zusammenhalten, ja. Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Wir sehen, die Corona-Maßnahmen werden überall in Deutschland massiv verschärft. Deswegen sind wir heute in der Hamburger Innenstadt am Jungfernstieg vor der Europapassage und wollen die Passanten einfach mal fragen, wie sie zu der Pandemie stehen, was sie von der Corona-Impfung halten und vor allem, was soll mit Leuten gemacht werden, die sich weigern, geimpft zu werden. Auf geht's. Wie stehen Sie zu Corona und der Pandemie? Ja, was soll ich dazu sagen? Richtig gewöhnt tut man sich da eh nicht dran. Die Maskenpflicht kommt immer näher. Ich habe es schon wieder in der Hand, weil ich hier jetzt rein möchte. Aber es nervt. Ich weiß nicht, was ich dazu denken soll, weil es gibt so viele Menschen, die tragen gar keine Maske. Und dann gibt es Menschen, die sind so ängstlich, die, selbst wenn du so fünf Meter nah kommst, dann erschrecken die sich. Und man ist so ein bisschen verwirrt, was die Medien sagen, Facebook, Instagram, überall werden Geschichten erzählt und man weiß wirklich nicht, was man glauben soll. Also, was oder nicht? Okay. Können die dazu stehen? Ja, natürlich. Ja, komm mal her, nur stehen. Ihr müsst nicht sagen, wir müssen die Welt retten. Ihr müsst zusammenhalten, ja. Wir müssen die Welt retten. Sehe ich auch so. Okay, let's go. Wir leben jetzt hier in der Pandemie, wie steht ihr dazu? Scheiße. Klipp und klar, ne? Scheiße. Wie heißt das? Erstens hat das gar keinen Sinn, wenn wir jetzt hier irgendwo in anderen Ecken sind, ohne Masken. Und auf einmal, wenn wir drinnen sind, müssen wir Maske. Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, ist eine außergewöhnliche Situation, mit der wir irgendwie versuchen müssen, einigermaßen vernünftig alle miteinander umzugehen. Ja, ist, glaube ich, also ist eine ganz gute Zusammenfassung. Ich weiß nicht, ist, glaube ich, irgendwie ein gutes Aufzeigen davon, dass man, wenn es irgendwie Sachen gibt, die ideologieübergreifend eine Gesellschaft vor Herausforderungen stellt, dass man dann irgendwie sich auf Dinge wie Wissenschaftlichkeit und Solidarität beruft. So. Und das klappt mal besser und mal schlechter. Und ja. Ja, was soll ich dazu? Also es ist natürlich furchtbar, es ist beängstigend, finde ich schon. Also mir geht es ja noch gut. Also ich bin bis jetzt noch nicht krank geworden. Ich habe auch keine finanziellen Einbußen, aber ich kriege das natürlich mit, wie andere kämpfen und dass sie Angst haben, auch um ihre Existenz. Und dann, also, ja, ich meine, wie soll das weitergehen? Ich meine, die Viren sind im Kommen. Das liegt ja sicherlich, ich bin jetzt keine Fachfrau dafür, aber an der Globalisierung, an der Umweltzerstörung irgendwie. Und das ist schon irgendwie starker Tobak. Ne? Kennen Sie Corona-positiv Getestete? Nicht einen. Müssten wir nicht eigentlich alle welche kennen, wenn es hier... Den Gedanken hatte ich auch schon. Ja, wie gesagt, ich habe nur vom Hörensagen, weiß ich das von Bekannten von mir, die Mutter erkrankt war vor ein paar Monaten. Die hatten gar keine Symptome, aber die sollten trotzdem positiv sein. Und das habe ich nicht verstanden. So, wie kann jemand Corona haben, wenn er gar keine Symptome hat? Wie kann das gehen? Die haben sich selber, die haben sich gelacht, die haben gesagt, jetzt müssen wir 2 Wochen zu Hause bleiben, obwohl uns gut geht. Ich kenne welche, die es hatten im März persönlich. Die haben im Krankenhaus gearbeitet. Auch mit Symptomen oder nur mit positiven Tests? Hatten einen positiven Test. Ja, die waren nur schlapp. Die hatte kein Fieber, kein Schnupfen, kein Husten, nur schlapp. Und einen positiven Corona-Test dann? Ja, weil sie mit dem Patienten zusammen, musste die ja pflegen im Krankenhaus. Aber trotz Maske haben sie sich infiziert dann? Das ganze Krankenhaus haben sie dicht gemacht zu der Zeit im März und keine Neuaufnahmen und ja. Du warst positiv? Ja, Anfang März. Interessant. Hattest du Symptome? Hatte ich, konnte nichts mehr riechen, aber sonst, das war's. Aber du hast dich nicht krank gefühlt? Nee, also wie gesagt, ich habe nichts gerochen, ich hatte kein Fieber gehabt. Ja, das war eigentlich ganz normal, wie eine Erkältung. Im erweiterten Freundeskreis, ja, in Dresden. Okay, du auch? Ja. Okay. Hatten die Symptome? Ja. Ja, ziemlich stark jetzt. Der eine liegt ganz schön flach. Okay. Ja, also ich kenne einige Leute, die leichte Symptome hatten und wieder rausgekommen sind. Ich kenne Großeltern, die dran gestorben sind. Okay.
ich höre das immer nur in den Nachrichten. Noch ist es für mich abstrakt, also die Zahlen der Gestorbenen. Aber das war natürlich schockierend, die Leute in den Pflegeheimen und was alles, was man so gehört hat, das ist also ganz grauslich, ne? Ganz schlimm. Ne? Müssten wir nicht eigentlich alle ganz schön viele Leute kennen, die schon Corona haben, wenn wir jetzt hier gerade in der Pandemie sind? Also ich frage Sie mal, kennen Sie irgendeinen, der Corona? Genau so geht es mir auch. Ich kenne keinen Menschen. Das Problem? Also das kann auch ein Arzt auch so sagen, ja, er hat Corona. Und das, Corona gibt es ja schon, wie viele Jahre schon, ne? Also Corona gibt es ja nicht seit gestern. Ich habe gehört, man kann diesen Test ja auch manipulieren, haben die ja auch einige, haben da irgendwie ausgesagt oder keine Ahnung. Dass das wir machen hier ein Interview. Es geht, ich finde, das ist alles Geldmacherei. Politisch, an allen Hinsichten ist das so. Wie stehen Sie zu der Impfung? Was ich so gehört habe, wie das eventuell ablaufen soll, dass es auf genetischer Basis sein soll, dann wäre ich strikt dagegen. Nachher wächst mir da in 4 Jahren noch ein Finger auf den Kopf oder so. Ich bin da ein bisschen ängstlich, weil Allgemeinimpfung ist sehr schädlich für den Mensch selber. Und ob das so gut ist, gerade die älteren Menschen, die haben so viele Krankheiten und dann kommt noch diese Impfung, wo man nicht weiß, was geimpft wird genau, finde ich nicht so gut. Nur wenn das ausgereift ist, wenn es getestet ist und wenn Erfahrung da ist. Nicht jetzt sofort, nein. Wann wäre das ungefähr? Wie lange müsste da die Erfahrung? Weiß nicht. Ich schätze mal ein halbes Jahr, ja, keine Ahnung. Was haltet ihr von der Corona-Impfung? Ich weiß nicht, was da drin ist, deswegen halte ich nichts daran. Also ich war noch nie krank, deswegen würde ich das auch nicht machen. Was? Ich werde auf jeden Fall mich nicht impfen lassen, weil erstens ist das noch gar nicht richtig getestet worden, egal was die jetzt da erzählen. Und ich glaube, das ist einfach nur so eine Machtspielerei, dass man irgendwie Kontrolle hat über Menschen. Keine Ahnung, was die da reinpacken für Stoffe. Das weiß man ja nicht. Und ich glaube, das ist einfach, wie gesagt, auch nur Politik alles. Ich habe mir das jetzt letztens angeguckt, wie viele Leute wirklich gestorben sind. Und das ist ganz normal, wie... Also dazu sage ich was. Es sterben jeden Tag Menschen. Ja. Jeden Tag. Jeden Tag springt einer vor Gleisen. Und wo wird das mal irgendwo ausgestrahlt? Nirgendwo. Ich war selber mal bei der Deutschen Bahn und von daher weiß ich das. Und deswegen sage ich so, ich finde das alles Schwachsinn. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein langer Prozess, so einen Impfstoff zuzulassen. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Stationen, die durchlaufen werden müssen. Und auf jeden Fall würde ich mich gegen Corona impfen lassen, ja. Du dich auch? Ja, hundertprozentig. Okay, jetzt sofort? Also wahrscheinlich oder vermutlich kommt der Impfstoff ja schon im Winter raus. Würdet ihr euch dann auch direkt impfen lassen? Ja, also wenn der Impfstoff zugelassen ist, rauskommt und das eben genau in Deutschland wirklich zugelassen ist, dann auf jeden Fall ja. Weißt du, wie lange normalerweise an einem Impfstoff geforscht wird, bevor der auf den Markt kommt und wirklich zugelassen ist? Wenn es kein Eilverfahren gibt? Ja, ich glaube zwischen 3 bis 5 Jahren auf jeden Fall, so in diese Richtung. Ich glaube 5 bis 7 oder so. Aber du würdest dich auch trotzdem dann jetzt schon impfen lassen? Ja, auf jeden Fall, weil dass der Prozess so lange dauert. Das liegt halt daran, dass immer mehrere Sachen zugelassen werden müssen. Und dieses Eilverfahren heißt nicht, dass die Schritte, die getroffen werden müssen, jetzt einfach abgekürzt werden und irgendwas weggelassen wird. Dafür sind die Vorschriften, also vor allem in Deutschland, viel zu streng, ja. Also so, ich bin auch aus dem Medizinproduktebereich und das ist einfach echt extrem schwer. Da habe ich jetzt fachlich überhaupt keine Ahnung. Ich kenne das jetzt nur von Leuten, die sagen, das dauert ja sonst immer 14 Jahre, bis so ein Impfstoff dann also getestet ist auf Nebenwirkungen und ich weiß nicht was. Und die sind da irgendwie skeptisch irgendwie so. Und ich selber kann da gar nicht so zu sagen. Würden Sie sich impfen lassen? Also ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Und ich bin ja auch irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob die auch da mit Tierversuchen da zu dem Serum gekommen sind oder so. Und ich bin ja Vegetarier, bin im Tierschutz, ne? Und wer weiß, was da hinter den Kulissen irgendwie ist. Nee, also es ist furchtbar. Bist du auch gegen Influenza geimpft? Nee, habe ich noch nicht gemacht, weil ich meinen Impfpass bei meinen Eltern abholen musste. Mache ich jetzt aber, ja. Und sonst die Jahre hast du dich auch gegen Influenza impfen lassen? Nee, ich glaube ein Jahr habe ich es mal gemacht, aber nicht jedes Jahr, nee. Aber ihr habt auch selber Angst, an Corona zu erkranken? Also meine Angst ist da, ja, also an sich kann es immer einen schweren Verlauf annehmen. Und ich finde auch so diese Vorstellung mit den Langzeitfolgen von Geschmack und Geruch ein bisschen gruselig. Und ich habe selber auch Asthma, deswegen ist es jetzt nicht so die allerschönste Vorstellung.
Aber ich glaube, wir sind da noch in einem Alter und ja, in einer gesundheitlichen Verfassung, dass es, ich hätte es lieber, dass es mich trifft, als meine Großeltern, ja. Was würden Sie sagen, wenn es bald heißt, Sie dürfen nicht mehr verreisen, Sie dürfen nicht mehr fliegen, wenn Sie nicht mindestens die Corona-Warn-App und die Impfungen haben? Ja, da lasse ich mich auf jeden Fall nicht zu zwingen, das steht fest. Ja, darauf warten wir. Ich denke mal, für mich wäre es kein Problem, weil ich verreise nicht so viel, habe jetzt nicht so die Möglichkeit. Aber für Leute, die viel verreisen, wird das ein Problem sein. Es könnten ja auch andere Dinge sein, dann wirst du aus der Gesellschaft ausgeschlossen, du darfst nicht mehr in die Innenstadt gehen. Nur wenn du die Warn-App hast und die Impfung, was sagst du dann? Dann muss man das machen, ne? Dann ist man gezwungen, das machen, was die Politiker sozusagen sagen, ne? Die bestimmen unser Leben, die bestimmen über uns, was wir zu tun haben, was wir machen sollen und wie wir mit diesem Corona umgehen sollen. Ob das war es oder nicht, das ist egal. Die haben das Sagen. Was würdet ihr sagen, wenn ihr bald nicht mehr verreisen dürftet, ohne die Corona-Warn-App und ohne die Impfung erhalten zu haben? Also ich bin glücklich, ich bin kein Deutscher, aber ich bin hier geboren, also fühle ich mich hier sehr wohl eigentlich. Ist mir egal. Sie hat die Frage war ja die, was würdest du dann machen? Ich würde dagegen protestieren. Ach so, ja. Ich würd hier eine Mannschaft aufstellen, auf jeden Fall. Es würde heißen, ihr dürft nicht mehr in die Hamburger Innenstadt gehen, wenn ihr nicht alle die Corona-Warn-App und die Impfung gehabt habt. Ich würde das dann einfach machen. Wir leben ja hier in Deutschland und hier ist ja jeder Mensch frei. Ich finde das ehrlich gesagt eigentlich auch eine, also ich habe mich noch nicht so intensiv damit auseinandergesetzt. An sich finde ich es keine total schlechte Idee, aber es ist natürlich eine schwierige Sache, die vernünftig diskutiert werden muss. Und eigentlich kann man niemanden dazu zwingen, sich impfen zu lassen. Es kommt ein bisschen drauf an, wie sich die Situation jetzt weiterentwickelt, würde ich sagen, und wie hoch die Fallzahlen sind. Und ja, also ich würde sagen, es ist situationsabhängig. Und wenn die Not wirklich so groß ist, würde ich sagen, auch das ist jetzt nicht komplett ausgeschlossen. Ja, das ist ein Horrorszenario, ne? Also das ist, ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, dass es so schlimm wird irgendwie so, nicht? Und dass die Leute sich vorher irgendwie vielleicht irgendwie, dass die vorsichtig sind, aber nicht, dass man dann irgendwie unterdrückt wird oder irgendwie völlig kontrolliert wird. Also das ist ja natürlich dann latent bei solchen Sachen dann natürlich immer die Gefahr auch. Ne? Was soll dann mit Impfverweigerern passieren? Also ich würde dazu noch mal kurz sagen, also ich glaube nicht, dass eine Impfpflicht oder eine Verpflichtung dazu irgendwie im Raum steht, weil wenn man sich irgendwie die Zahlen anguckt, dann ist ein Großteil der Bevölkerung sich über die Gefahr bewusst, steht hinter den Maßnahmen etc. pp. Und das ist, glaube ich, ähnlich so wie bei Leuten, die eine Masernimpfung verweigern oder so. Das sind Gott sei Dank meistens so wenige, dass es insgesamt ausreicht, so einen Egoismus dann auffangen zu können, als dass es dann nicht so große Wellen schlägt. Deswegen glaube ich nicht, dass es nötig sein wird. Und eine Pflicht würde dann, glaube ich, politisch eher so Wasser auf die Mühlen derjenigen bedeuten, die so eine Mehr von einem repressiven Staat, der die Freiheit Einzelner massiv einschränken will, sein. Und das ist, glaube ich, gar nicht notwendig. Aber fühlt ihr euch gerade noch frei? Also ehrlich gesagt, die Maske, ich weiß jetzt nicht, inwiefern, das gibt es Pro und Kontras immer bei der Maske. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich was gebracht hat, dazu kann ich nichts sagen, weil ich das nicht studiert habe, ausführlich jetzt. Aber wenn das jetzt was gebracht hat, dann ist es natürlich positiv. Wenn es nichts bringt, die Maske zu tragen, wenn das jetzt nachgewiesen wird, dann ist es ja eigentlich unnötig. Es hat ja nichts gebracht, weil die Corona-Infektionen sind ja gestiegen. Es ist ja wie im März. Also ich finde, das hat eigentlich keinen Sinn, aber wir müssen halt dem Gesetz folgen und deswegen haben wir auch die Maske dementsprechend noch an. Wie ist das denn in deinem Freundeskreis? Sehen die Leute das eher kritisch mit Corona oder wie ist da so das Meinungsbild? Also es wird viel darüber gesprochen und manche machen sich lustig darüber. Manche sind ängstlich, weil die gehört haben, oh, die Freundin hat jetzt Corona und ich werde jetzt auch Corona bekommen. Aber meistens ist das so, dass man sich um die Eltern sorgt, um die älteren Personen, auch wenn das nicht von der Familie ist. Ich habe zum Beispiel Altenpflegerin gemacht und da war es mir schon wichtig, dass ich jetzt nichts mit habe. Nicht, dass ich dann diese Person schade oder sie stirbt und dann habe ich die Schuld. Ne? Das war schon so diese große Angst. Aber ansonsten nehmen das alle sehr relaxed. Die tragen die Masken, die desinfizieren 10.000 Mal. Also die halten sich schon an den Regeln. Glaubst du denn, dass das gesund sein kann, sich ständig und überall die Hände zu desinfizieren? Nein, aber was sollen wir denn machen? Ja, man hat ja so Bekannte, die sind da, einen sind dagegen, andere sind dafür. Aber wir machen es, wir wollen uns schützen, wir haben Kinder, also, ne, also
wir machen das. Und eine letzte Frage, wo informiert ihr euch? Was machen wir? Wo informiert ihr euch? Über die aktuelle Lage, über die Zahlen direkt beim Robert-Koch-Institut oder? Wenn man nichts weiß, dann lebt man glücklicher, finde ich. Ja. Also ich gucke nirgendwo, ich gucke nicht in Reportagen, ich gucke nicht mein Bild. Also mir geht es deswegen auch besser. Aber wenn ich mir so viel Gedanken darüber machen würde, dann fehle ich ja noch Haare. Ich versuche das meistens aus verschiedenen Quellen irgendwie zu beziehen, also sowohl internationale Medien als auch öffentlich-rechtliche, als auch private, größere und kleine Medienhäuser. Dann gibt es so ein paar Menschen auf Social Media, so gibt es nur einen Kultur-, einen Medienwissenschaftler, der regelmäßig so eigene, also nochmal eigene Zusammenfassung zu den Sachen schreibt und dann auch alle seine Quellen auflistet, auch so von wissenschaftlichen Papern etc. Und so quasi. Zeitung oder Internet. Okay. Und fühlen Sie sich auch vernünftig und umfänglich informiert damit? Ja, ja. Also ich höre immer Radio, ich höre immer NDR und da höre ich immer die Nachrichten. Fernsehen habe ich ja nicht. Okay. Und Sie fühlen sich auch umfänglich informiert mit dem NDR? Also ich meine, da gibt es sicherlich, also andere Leute gucken detaillierte Sendungen dazu im Fernsehen. Also ich habe ja keinen, also ich... Und ich habe dann nur so die nackten Fakten und höre das andere dann von anderen, was die mir so erzählen, was die gesehen haben im Fernsehen irgendwie so nicht. Und also die Leichenwagen in Italien und das alles, das habe ich nicht gesehen, das kenne ich nur vom Hören sagen irgendwie so nicht. Und es sind ja viele auch verschiedener Meinung und so. Das ist ja nicht so, dass die alle so schlüssig sind. Ich werde da jetzt auch, egal wie hoch die Zahlen jetzt werden, ich habe jetzt keine Angst davor. Also es wird den Menschen nur Angst gemacht und durch diese Angst sind die auch wirklich dann krank. Zum Beispiel mein Vater ist jetzt psychisch krank geworden, nur weil er Corona, er hatte gar nichts gehabt, er hat auch kein Fieber gehabt, aber er ist jetzt psychisch krank geworden, weil diese Medien alles so hochgespielt haben und nicht mal meine Mutter, die richtig krank davon geworden ist, selbst die hat gar keine Angst vor Corona, obwohl sie jetzt schon mehrere Krankheiten hat, die dazu führen würden, wenn sie Corona bekommt, dass sie auch sterben könnte. Aber wie gesagt, mein Vater ist psychisch krank geworden durch diese ganzen Medien, weil die das so hochgespielt haben, weil er sich jeden Tag Nachrichten anguckt und verrückt wird davon. Deswegen würde ich jedem empfehlen, einfach keine Nachrichten mehr zu gucken, selber aufzupassen, sich die Hände zu desinfizieren, die Masken zu tragen, jeder seins, wer das machen soll oder wer das machen will, kann das machen. Ansonsten aber, wenn die uns jetzt sagen, dass eine Impfung Pflicht wird oder irgendwie, dass wir nicht mehr ausreisen dürfen, wenn wir nicht geimpft sind, wenn wir die Warn-App nicht haben, dann würde ich wirklich sagen, jeden Mitbürger sagen, dass die dagegen protestieren, weil das geht gegen unsere Menschenrechte, wie gesagt, und wir leben hier in einem freien Land und das geht nicht. Ja, also die Frage ist, glaube ich, was kritisch bedeutet, dass, also ich beschäftige mich... Der einfach die Maßnahmen eher kritisch sieht, der die nach Verhältnismäßigkeit fragt, wenn man sich die Zahlen anguckt, ob das dann wirklich verhältnismäßig ist, zum Beispiel. Ja, na klar, also logischerweise beschäftige ich mich mit denen auch. Ich beschäftige mich, glaube ich, so prinzipiell mit allen Stimmen, die sich so Formen von Logik, Wissenschaftlichkeit und gedanklicher Kohärenz irgendwie versichern. Und da muss man dann einfach immer gucken. Also es ist, glaube ich, total gut, dass es zum Beispiel jetzt ja Leute gibt, die sagen, das Beherbergungsverbot ist Schwachsinn. Es ist schwachsinnig, vielleicht eine 14-tägige Quarantänezeit anzuordnen. Es ist schwachsinnig, so viele Einzeltestungen zu machen, sondern man muss eher auf Cluster gehen und so weiter. Da hat Drosten ja auch gerade einen eben kritischen Artikel irgendwie in der Zeit Anfang August veröffentlicht, der jetzt Gott sei Dank auch allen zugänglich ist. Das ist, glaube ich, immer so die Frage dessen, was kritisch ist. Also Wissenschaftlichkeit bedeutet eigentlich auch Kritik. Das ist, glaube ich, was ganz vielen Leuten immer nicht auffällt, dass die Leute, die da Dinge veröffentlichen, dass das deren normaler Modus am Umgang mit Fakten ist, das immer wieder neu zu hinterfragen und zu interpretieren. Gerade bei einer Situation, wo wir gerade monatlich neue Kenntnisse über sowas bekommen. Es gibt genug Leute, die sich eben sehr eingeschränkt fühlen und mir ging das auch so. Also ich bin ein totaler Theaterfreak. Haben Sie zufällig die Uhrzeit? 19.23 Uhr. Ja, ein bisschen Zeit habe ich noch, weil ich habe um 18 Uhr gehe ich ins Theater mit Maske und mit wenig Publikum. Und solche Sachen haben mir sehr gefehlt. Also da habe ich sehr drunter gelitten, irgendwie so nicht. Und ich kenne auch genug Leute, die sagen, sie wollen sich nichts mehr vorschreiben lassen und es reicht. Und man leidet doch schon unter diesen Beschränkungen. Aber ich meinte, so, also zum Teil ist es ja auch durchaus vernünftig, irgendwie so nicht, wenn das ist nicht völlig dann. Die Maske in der Öffentlichkeit, finden Sie das eine vernünftige Maßnahme? Ja, eigentlich schon, ja. Ja. Ja, also es gibt ja auch solche und solche Masken. Also ich habe jetzt einen aus der Schweiz, wo das also, glaube ich, zu 99% oder so
sicher ist. Und dann zuerst. Und kriegen Sie noch gut Luft? Ich kriege noch gut Luft. Also es ist ein bisschen heiß unter der Maske, aber ich finde das durchaus gut. Also zu Anfang habe ich mir immer, wenn ich rausgegangen bin, überhaupt rausgegangen bin, so einen Schal vorgehalten und so. Und habe durch die totale Krise bekommen, wenn nur jemand gewagt hat, da irgendwie den Abstand nicht einzuhalten. Und ich war dann ein totales Nervenbündel irgendwie so, ne? Weil ich dachte, jetzt habe ich mich angesteckt. Das war auch zum Anfang, ging es ja wahrscheinlich auch allen so, weil das dann diese Panik war oder so. Und jetzt hat man sich irgendwie dran gewöhnt. Aber man muss schon vorsichtig sein, das denke ich schon, ja. Und Sie sprechen gerade von Panik, die ja auch ein bisschen verbreitet wurde, besonders durch die Medien, ob es durchs Radio war oder durchs Fernsehen. Finden Sie, dass das angebracht war, wenn man sich direkt dazu im Vergleich die Zahlen anguckt und vor allen Dingen die Zahlen, was wir gerade am Anfang besprochen haben, dass es doch nicht so viele Tote gibt, wie am Anfang vielleicht erwartet wurde, auch noch nicht vor dem Lockdown? Naja, für mich sind Zahlen was sehr Abstraktes und für mich ist jeder Tote, jeder Einzelne ist zu viel, nicht? Also man braucht nur zu denken, wenn man das selber ist oder jemanden, den man kennt oder Verwandte, das ist einfach furchtbar, nicht? Jeder, der da und in Italien, die sterben da alleine in ihren Wohnungen, weil die keinen Platz haben in den Krankenhäusern. Also das ist total furchtbar, sowas irgendwie, ne? Also. Vielen Dank. Schönen Abend noch und viel Spaß im Theater. Danke.